Aber da dürfen wir nicht lang. Wer ist hier der Fluglehrer? Sie oder ich? Verdammt! Sind Sie wahnsinnig? Hochziehen! Fit bis in den Zehenspitzen. 100% diensttauglich. Naja, Ihre gerade überstandenen Schussverletzungen sind das eine, aber Ihr Übergewicht macht mir fast noch mehr Sorgen. Ich bin doch nicht übergewichtig. Ich bin authentisch. Sie schreiben mich also gesund? Sie waren schwer verletzt. In 4 Wochen, okay? Ich muss wieder arbeiten. Zu Hause fällt mir die Decke auf den Kopf. Doktor! Na gut. Aber nur für den Innendienst. Innendienst? Nee. Nur über meine Leiche. Hallo, Schatz. Dominik hat Maria und dich in der Stadt gesehen. Gestern Abend, wo du angeblich auf dem Flughafen warst. Sie wollte mit mir über die Scheidung reden, das ist alles. Dominik sagt aber, das sah ganz anders aus. Willst du mich in der Scheiße sitzen lassen? Jenny, das ist doch Unsinn. Wenn du das machst, dann drehe ich durch, das schwöre ich dir. Für mich gibt's doch keine andere. Hallo Ulf, ich wollte dich ja auch schon anrufen. Versuch nicht, mich zu verarschen. Du hältst mich jetzt seit 2 Wochen hin. Denkst du, ich bin bescheuert? Ich bin noch dran. Ich krieg das schon hin. Vorsicht, André. Ich dachte, du kennst mich. In 20 Minuten stehst du hier auf der Matte. Sonst garantiere ich für gar nichts mehr. Ist das klar? Schön, dass du da bist. So. Jetzt pass mal gut auf, Freundchen. Wir zwei haben eine Abmachung. Ich weiß doch. Mann, ich krieg das schon hin. Hey. Es gibt ein paar Leute, die mir mächtig Ärger machen, wenn ich nicht liefere. Die fackeln nicht lange. Aber ich schwöre dir eins. Bevor ich dran bin, liefere ich dich ans Messer. Heute Nacht. Sonst bist du ein toter Mann.
mache mir schon Sorgen um ihn. Heute Morgen war sein EKG. Er wollte sich eigentlich melden. Ja, Hauptsache, Herr Schmücke ist wieder wirklich gesund. Nicht, dass er sich zu viel zumutet. Ihr sorgt euch um mich. Das ist schön. Aber nicht nötig. Moin. Bist du wieder gesund geschaut? Jawohl. Ich bin wieder an Bord. Innendienst. Genau das, was ich immer wollte. Glückwunsch, Herr Schmücke. Danke. Schön, dass Sie wieder da sind. Dankeschön. Innendienst. Bist du sicher, dass du das willst? Aber natürlich, Herbert. Hier, Kundschaft. Eine Leiche im Industriegebiet an der Turmstraße ist gerade frisch reingekommen. Na, dann bis nachher. Bis dann. Ach, und zieht euch warm an. Es soll ungemütlich werden. Ich freue mich. Ja, ich mich auch. Moin. Moin, Herbert. Wissen wir schon, wer er ist? Ja, André Wanka. Der Mann da drüben hat ihn gefunden. War mit seinem Hund Gassi. In Roschwitz war er polizeilich gemeldet. Das kenne ich. Das ist so ein kleines Dorf in der Nähe von Quedlinburg. Ungefähr 80 Kilometer von hier. Schauen Sie mal. Scharfkantige Tatwaffe. Könnte eine Axt, aber auch ein Spaten gewesen sein. Wann? Ich würde sagen zwischen 11 und Mitternacht, aber nageln Sie mich bitte noch nicht fest. Er trägt Motorradkleidung. Und wo ist die Maschine? Haben wir noch nicht gefunden. Hier, die Zulassung. Geben Sie gleich eine Fahndung raus. Im Boden ist kein Blut, aber dafür Schleifspuren. Die Leiche wurde wahrscheinlich in einem Kofferraum von einem Wagen transportiert. Woher wollen Sie denn das wissen? Ja, sehen Sie die Fötusstellung? Das ist nicht die natürliche Haltung nach so einem Hieb. Also der Täter hat Wanka im Kofferraum geladen und hierher gefahren? Genau. Und als er ihn auslud, hatte bereits die Leichenstarre eingesetzt. Sie könnten sofort bei mir anfangen, Frau Weigand. Ach, wirklich, ja? Ja. Muss es ein Mann gewesen sein? Na, also wenn es eine Frau war, dann eine ziemlich kräftige. Tag. 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 Kann ich Ihnen helfen? Ja, es geht um Herrn Wanka. Ja. Meine Schwester ist da hinten. Danke. Bitte. Guten Tag, Kripo Halle. Ja? Schneider, mein Name. Das ist meine Kollegin Lindner. Sind Sie Frau Wanka? Jenny Münzer, aber André und ich leben zusammen. Mhm. Frau Münzer... Er ist tot. Er wurde ermordet. Ja, seine Leiche ist in Halle gefunden worden. Er wollte noch spät zum Flughafen. Er ist Pilot, hatte noch einen Auftrag. Was war das für ein Auftrag? Irgendeine eilige Sache. Ein Transportflug für einen Spediteur über Nacht. Wie heißt dieser Spediteur? Ulf Adamski in Quedlinburg. Und Herr Wanka war mit seinem Motorrad unterwegs. Mhm. So gegen 10:30. Seine Kamera? Mhm. So was benutzen Profis. War denn Fotografieren seine Leidenschaft? Eigentlich nicht. Er hat sie letzte Woche erst gekauft. Die sind alle von gestern. Bäume. Bäume, Wald, weiter nichts. Warum hat er so eine Aufnahme gemacht? Ich habe einen Abstrich
von Wankas Kleidung genommen. Und ich habe auch schon einen Verdacht. Ich bin glücklich, dass Sie wieder da sind. Ich meine, wenn Sie jetzt im Innendienst sind, dann sehen wir uns ja auch öfter. Frau Weigand, das mit dem Innendienst, das ist ja nur vorübergehend, nicht? Also, was ist denn so? Ja, wie ich mir dachte, positiv. Was ist positiv? Er hatte THC an seiner Jacke, Marihuana. Ach, nee. Aber ich muss erst einen Vergleichstest machen. Ja, machen Sie das, machen Sie das. Ja, Schmücke hier. Ist Dr. Stabroth da? Nein. Ja, dann machen Sie ihm mal Beine. Heute Morgen ist eine Leiche bei Ihnen reingekommen. Wanka, André. Ich möchte gerne wissen, ob er THC in der Lunge hatte. Danke. Ja, die nehmen sich Zeit. Und? Es ist THC. Ich bin auf sein blödes Gequatsche reingefahren. Er hat uns doch nur belogen. Dominik, er hat doch alles versucht, damit wir wieder auf die Beine kommen. Sogar das Flugzeug hat er verpfändet. Ich hab dir gleich gesagt, er hat wieder mit Maria angebändelt. Der wäre sowieso verduftet. Ich hab ihn besser gekannt als du. Du? Du würdest ihn verteidigen, wenn er besoffen einen umgekarrt hätte? Vor einem Jahr war er noch der Größte für dich! Ja, vor einem Jahr! Ja, Herr Schmücke? Na ja, Frau Linde, was machen denn die Ermittlungen? Sie sollten mich doch informieren. Wanka hat mit einer Jenny Münzer zusammengelebt. In Roschwitz, in der Nähe von Quedlinburg. Sie ist Falknerin. Er war Pilot. Und er hatte gestern einen Auftrag für einen Spediteur namens Adamski aus Quedlinburg. Also so viel haben wir schon mal. Ist das alles? Ist ja ein bisschen dünne. Und dafür brauchen Sie so viel Zeit? Herbert? Ja? Hallo? Ja, was denn? Wir sind im Funkloch. Herbert und Innendienst, das geht nicht gut. Funkloch. Und wie lange ist er schon im Verzug? 10 Tage. Mann, dann macht Druck, verdammt! Adamski? Die Kriminalpolizei Halle Schmücke, mein Name. Es geht um eine Zeugenaussage. Ich möchte Sie bitten, hierher ins Präsidium zu kommen. Es dauert auch nicht lange. Nicht lange? Das sind 80 Kilometer. Was denn für eine Zeugenaussage? Es handelt sich um André Wanka. Ich wäre Ihnen wirklich sehr, sehr verbunden. Dankeschön. Mahlzeit. Mahlzeit. Kommen Sie mit. In der Kantine gibt's Tofu-Burger. Verzeihung, ich möchte eine Vermisstenanzeige aufgeben. Wo muss ich denn dahin? Zimmer 132. Moment mal. Kommen Sie ruhig. Ich mach das schon. Kann ja nicht lange dauern. Ich warte drauf. Ja. Nehmen Sie doch Platz, bitte. So, na dann. Dann legen Sie doch mal los. Mein Mann und ich, wir waren gestern verabredet. Aber er ist nicht gekommen. Seitdem versuche ich ihn auf dem Handy anzurufen, aber das nur die Mailbox. Ich mache mir wirklich Sorgen. Wird schon nicht so schlimm sein. Wie heißt er denn? André Wanka. André Wanka? Kennen Sie meinen Mann? Ist er Pilot und wohnt in Roschwitz? Ja. Er ist da gemeldet, aber ich verstehe jetzt nicht ganz. Sie leben getrennt von ihm, nicht? Ich würde jetzt gern wissen, was mit meinem Mann ist. Ja, Frau Wanka, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Mann gestern Abend ermordet wurde. Ja, es... Wie lange waren Sie denn schon getrennt? 2 Jahre. Wir waren wieder zusammen, seit 2 Wochen, aber... Ja. Wir haben uns sehr geliebt. Entschuldigung! Wir suchen Herrn Adamski. Er ist gerade los, nach Halle, zur Kripo. Thank you.
ungestört. Geht das im Verhör? Nein, mein Büro ist leider anderweitig belegt. Meine Kollegen übernehmen Herr Adamski, Kollege Schneider, Kollegin Lindner. Ich gehe dann mal. Ja, nehmen Sie doch Platz. Ich möchte gern wissen, worum es geht. Gestern Abend sollte André Wanka einen Auftrag von Ihnen erledigen. Haben Sie sich mit ihm getroffen? Keine Ahnung, woher Sie das haben. Ich weiß von nichts. Wirklich kein Auftrag mehr? Warum fragen Sie nicht Wanka? Der wird es Ihnen schon bestätigen. Er ist ermordet worden. Sie kannten ihn wohl gut. Ja, ja, wir waren befreundet. Und was wird aus Jenny? Die beiden haben jeden Cent ins Hotel gesteckt. Ah, der Hof gehört Frau Münzer. Jenny und ihrem Bruder Dominik, ja. Läuft wohl nicht so. Das Ganze war eine Schnapsidee von André. Er wollte so eine Art Rundum-Wohlfühlpaket. Landhotel, Flugstunden, Falknerkurs. Entschuldigung. Wanka hatte THC-Spuren an der Kleidung. Fragen, ob der gekifft hat. Hat Herr Wanka Drogen genommen? Hasch, um genau zu sein? André? Der hat Drogen gehasst, sein bester Freund ist dran gestorben. Aber... Was? Dominik, Jennys Bruder, hat mal gedealt, aber ich weiß nicht, ob das aktenkundig wurde. Die beiden haben viel Streit, für ihn war André an allem schuld. Herr Schmücke, hätten Sie uns denn nicht was sagen können? Ja, was denn? Haben Sie sich mal über Knut Köhler schlau gemacht? Wer ist das? Er macht die Vogelwarte im Brekel. Durchgeknallter Tierschützer. André und er sind oft zusammengerasselt. Dem traue ich alles zu. Was hat er denn gegen Herrn Wanka? Das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Tja, das war's erstmal. Wenn wir noch was haben, dann melden wir uns. Weißt du, dass wir wegen Adamski extra einen Riesenumweg nach Quedlinburg gefahren sind? Ja, ich hätte euch ja was gesagt, aber ihr wart ja im Funkloch. Dominik Münzer hat tatsächlich mal gedealt. Da war er Anfang 20, war auch keine große Sache. Man hat ihm 4 Wochen gemeinnützige Arbeit aufgebrummt. Na, vielleicht ist er wieder ins Geschäft eingestiegen. Du meinst, das THC an Wankas Kleidung hat was damit zu tun? Ich weiß nicht. Hat denn die Fahndung nach seinem Motorrad was gebracht? Nichts. Ja. Obwohl er war gestern Abend damit unterwegs, hat ihn Jenny Münzer bestätigt. Mhm. Ah ja, Wankas Frau war vorhin hier. Maria Wanka. Sie wollte eine Vermisstenanzeige aufgeben. Wie? Ich dachte, die leben gar nicht mehr zusammen. Anscheinend doch. Oder wieder. Seit 2 Wochen. Ah. Ja, behauptet sie jedenfalls. Er wollte gestern Abend zu ihr kommen, sagte sie. Jenny Münzer hatte aber erzählt, dass er für Adamski was zu erledigen hat. Also auf nach Auschwitz. Zu Jenny Münzer. Zu Dominik Münzer. Tja, dann müssen wir wieder nach Quedlinburg. Er arbeitet dort im Hotel als Concierge. Ich habe gerade angerufen, er hat Dienst. Oh, wieder 80 Kilometer. Bist du ein flotter Fahrer? Und hast doch eine ausgesprochen schöne Begleitung an deiner Seite. Das stimmt. Du machst dich über diesen Köhler schlau. Ja, mach ich. Warum hat Wanka seiner Jenny gegenüber diesen Auftrag erfunden? Hat der Schmücke nicht gesagt, er hätte wieder mit seiner Frau angebändelt? Also wenn Adamski recht hat, dann hatte Wanka Schulden bis unter das Dach. Trotzdem kauft er sich letzte Woche diese sehr teure Kamera. Und was fotografiert er? Wald, 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 Wald. Vielleicht ein Naturliebhaber. Tja. Schlüssel 204 und einen schönen Aufenthalt. Danke, Herr Münzer. Können wir irgendwo ungestört reden? Ja. Katrin, übernimmst du mal ganz kurz?
Wann haben Sie Wanka denn das letzte Mal gesehen? Gestern Abend beim Essen. Und dann bin ich ins Hotel, hatte Nachtschicht. Und dann sind Sie jetzt schon wieder im Dienst? Ich vertrete Ehemann. Er hat gestern über 200 Fotos gemacht vom Flugzeug aus. Aber nur Bäume, Bäume, Wald. Haben Sie eine Ahnung, warum? Ich habe mich nicht für seinen Scheiß interessiert und er sich nicht für meinen. Ja, aber der Münsterhof, das war doch so ein gemeinsames Projekt. Ja, war's. Und das hat er uns alles auch ganz toll ausgemalt. Nur den Schwamm im Dachstuhl und die Denkmalschutzauflagen. Die hat er vergessen. Er hat sich also ganz schön reingeritten. Andrea hat Jenny und mich nur benutzt und manipuliert. Ihm war scheißegal, ob wir kaputt gehen. Sie haben mal mit Marihuana gedealt. Kids auf dem Schulhof Hasch verkauft. Was soll das? Wanka hatte THC an seiner Kleidung. Aber er soll Drogen gehasst haben. Und da denke ich mir, wer so viel Schulden hat wie Sie, der muss sich nach anderen Einnahmequellen umsehen. Er ist ihm wohl in die Quere gekommen. Den Scheiß muss ich mir nicht anhören. Kennen Sie Knut Köhler? Tierschützer von der Vogelwarte? Ja, und? Warum hatte der Ärger mit Wanka? Vor ein paar Wochen hat jemand versucht, in Jennys Gehege einzubrechen. André hat sich auf Köhler versteift und ihn angezählt. Pillepall. Ja, aber was soll denn Köhler an diesen Gehegen gestört haben? Keine Ahnung. Müssen Sie meine Schwester fragen. Irgendein Tierschutzkram. Noch was? Ich muss wieder rein. Ja, wir kommen mit. Wir müssen Ihr Alibi überprüfen. Bitte. Knut Köhler heißt der Mann. Von der Vogelwarte in Brekel. Na bitte, haben wir doch. Ja. Köhler, Knut. Da ist ein Hinweis auf eine Tierschutzgruppe. Gehen Sie da mal rauf. Na, eine Kuscheltruppe ist das aber nicht. Nee. Entschuldigung. Ja, machen Sie ruhig. Ich schaue mir das mal genauer an. Ach. Gute Arbeit, danke, Lutz. Lutz hat die Erde von Wankas Schuhen analysiert. Er hat den zweiten Bestandteil rausgefiltert. Es ist Nitrocellulose. Das verwendet man für Sprengstoff und Munition. Wanka wohnte doch in der Nähe von Brekel. Ich weiß, dass das ganze Gebiet früher ein großer Truppenübungsplatz war. Ach nee. Ja, Schmöcke? Na? Habt ihr Dominik Münzer überprüft? Ja, er hatte gestern Nachtschicht im Hotel in Quedlinburg. Aber um 10:30 hat er sich mit Kopfweh für 2 Stunden hingelegt. Er hätte also verschwinden können, es wäre keinem aufgefallen. Ihr müsst unbedingt Wankas Motorrad finden. Das ist vielleicht am Tatort. Rosamunde tippt auf einen alten Truppenübungsplatz. Irgendwo in Brekel. Ich habe mir das oben auf der Karte mal angesehen. Das ist ja ein Riesengebiet. Über 60 Hektar. Hundertschaft können wir vergessen. Ja. Soll ich mich mal um den Hubschrauber kümmern? Ja, tun Sie das. Gut, Frau Kollegin. Und du, machst du Feierabend? Ach, weißt du, ich fühle mich doch noch ein bisschen schlapp. Ich werde mich noch ein paar Tage krank schreiben lassen. Ist doch vernünftig, nicht? Ach, schönen Tag noch. Wanka hatte THC nur an der Kleidung, nicht in der Lunge. Fair und vernünftig. Das mit der Überfluggenehmigung wird wohl schwierig. Die meinen, das Umweltamt wird sich wohl querstellen. Irgendwas mit der Vogelbrutzeit. Nö. Sag mal, kannst du das morgen Jenny geben? Da fehlt noch deine Unterschrift. Tut mir leid, aber ein Baustopp für die Münster, das bringt nur böses Blut. Ich verlange noch nicht viel von dir, bloß eine verdammte Unterschrift. Oh ja, ich kann das nicht. Okay, dann geh, na los, geh! Ich schaff das schon allein! Knut! Knut! Knut, bleib doch mal stehen!
mir leid, das war nicht fair. Ich kann das nicht. Ich bin's nur. Entschuldigung, dass ich Sie störe. Ich komme doch nicht ungelegen. Nein, kommen Sie rein. Ja, danke. Setzen Sie sich. Danke. Ich zerbreche mir die ganze Zeit den Kopf. Es gibt da einen Widerspruch. Ja? Frau Münzer sagte, ihr Mann hätte ihr erzählt, dass er gestern einen Auftrag von einem Spediteur hatte. Der Spediteur weiß aber von nichts. Und Sie sagten, Sie seien gestern mit Ihrem Mann verabredet gewesen. Wieso ist das ein Widerspruch? Andrea hat Jenny angelogen. Aha, dann wusste Frau Münzer wohl nicht, dass Sie und Ihr Mann wieder zusammen sind. Er wollte gestern Jenny verlassen, so war es zwischen uns besprochen. Mhm. Na dann... Dann hätte er doch gar nicht zu lügen brauchen. Ah ja. Werde ich mir wohl weiter den Kopf zerbrechen. Ach, Sie lieben wohl Vögel. Ich bin Ornithologin beim Landesamt. Jenny Münzer ist Falknerin. Ist aber ein Zufall, was? Wenn Herbert sich weiter krankschreiben lässt, ist doch alles in Ordnung. Und wenn er wieder Außendienst hat, versteht ihr euch auch wieder besser. Nee, nee. Da ist irgendwas im Busch. Irgendwas. Ach komm, sei doch nicht so misstrauisch. Da kommt er ja. Hallo. Hallo, Herbert. Das ist ja eine Überraschung. Ja. Je später der Abend, desto schöner die Gäste. Ja. Ich lasse euch dann mal allein. Ach, schön hat das hier. Wunderschön. Herrlich, diese Natur. Na, bis auf die Mücken, ne? Das ist die Kehrseite eines Wassergrundstücks. Hier. Danke. Damit ihr nicht verdurstet. Das ist aber nett. Dankeschön. Ich war bei Wankers Frau. Die sagte, ihr Mann hatte vor, Jenny Münzer gestern zu verlassen. Hat diese Münzer eigentlich ein Alibi? Herbert, du sollst dich erholen. Lass das bitte uns machen. Ja, doch. Und da war noch ein Kerl bei ihr. Typ Naturbursche. Vielleicht dieser Köhler. Schaut euch den mal ganz genau an. Richtig. Wir, nicht du. Ich mach doch gar nichts. Hab ich doch krank schreiben lassen. Das ist doch gut so. Ruh dich aus. Ja, klar. Hast doch völlig recht, Herbert. Weißt du, was ich mache? Ich gehe angeln. Angeln? Du? Ist ja schön, dass ich dich noch überraschen kann. Sag mal, du hast doch sicher so eine Wetterjacke, nicht? Du meinst das ernst? Ja, na klar. Also hast du so eine Jacke? Ja. Gabi, bring mal diese Jacke, die neue. Hat sie günstig erstanden, aber viel zu groß. Mhm. Die? Ja. Zeig mal her. Zu groß? Ja, mir jedenfalls. Passt wie angegossen. Mücke und Angeln. Da fehlt mir die Fantasie. Ehrlich gesagt, mir auch. Ach, Herr Köhler ist als Mitarbeiter ganz unentbehrlich für mich. Gott, für jeden Mist ist Geld da. Aber klar, hier geht's ja bloß um Vogelschutz. Guten Tag. Sind Sie Frau Wanke? Ja. Kripo Halle,
Lindner mein Name, das ist mein Kollege Schneider. Guten Tag, das ist Herr Köhler, mein Mitarbeiter. Hallo. Wir haben eine Überfluggenehmigung für den Brekel beantragt. Und nun haben wir gehört, dass Sie uns die verweigern. Das ist ein Naturschutzgebiet und wir haben Brutzeit. Schutzzone 1, es gibt strenge Lärmschutzrichtlinien. Das Motorrad Ihres Mannes ist verschwunden. Und ausgerechnet in der Schutzzone soll es liegen? Wir haben allen Grund, das anzunehmen, ja. Es dürfte doch auch in Ihrem Interesse sein, dass wir den Mörder Ihres Mannes finden. Glauben Sie, das macht ihn wieder lebendig? Sie können uns den Überflug natürlich verweigern, aber das bedeutet, das ist nur ein kleiner Aufschub. Wir kriegen das nämlich hin. Hören Sie, wäre es möglich, dass Sie Frau Wanka jetzt in Ruhe lassen? Sie hat doch schon genug durchgemacht. Ach, Herr Köhler, wenn es Ihnen recht ist, da lassen wir die beiden Frauen mal in Ruhe reden. Wenn Sie so nett wären. Kommen Sie. Wollen Sie einen Kaffee? Gerne. Meinem Kollegen Schmücke haben Sie ja erzählt, dass Ihr Mann zu Ihnen zurückkommen wollte. Wusste noch jemand außer Ihnen beiden davon? Er hat Jenny vorgestern die Wahrheit gesagt. Das mit Frau Wanka und Ihrem Mann, wussten Sie das auch? Unser Verhältnis ist rein beruflich. Waren Sie allein? An dem Abend, als Sie auf ihn gewartet haben? Maria und ich haben noch bis 11 zusammengesessen und über die Vogelwarte geredet. Meine Stelle wird gestrichen. Die nehmen jetzt irgendeinen Rentner, der das umsonst macht. Herr Köhler und Ihr Mann sind ja ein paar Mal aneinander geraten. Herr Köhler soll versucht haben, in die Gehege von Jenny Münzer einzudringen. Das ist Unsinn. Was kann er denn gegen die Gehege haben? Die Volieren sind zu klein. Das ist Tierquälerei. Und warum wollten Sie die Vögel befreien? Ich sag Ihnen mal was. Als Maria und Jenny Kinder waren, haben sie einen verletzten Sperling gefunden und mit nach Hause genommen. Maria hat ihn gefüttert, mit ihm geredet und neben ihm geschlafen. Und Jenny? Jenny hat ihm nach 2 Tagen das Genick gebrochen. Was denken Sie, haben die was miteinander? Ich weiß nicht. Aber wenn ja, dann ist es kompliziert. Wieso? Gefühl? Hat er dich gefragt, ob es stimmt, dass Andrea und ich wieder zusammen waren? Du hast es doch bestätigt. Sag mal, merkst du es eigentlich noch? Für dich gibt's immer nur André. Ich kann's nicht mehr hören. Aber als er dich verlassen hat, da war ich für dich da. Hast du es vergessen? Du hast mir Hoffnung gemacht. War es nicht so? Und dann kommt dieses Arschloch und will dich plötzlich wieder zurück. Und ich bin abgemeldet. Knut! Versteh mich doch. Guten Tag, Herr Adamski. Herr Bader, haben Sie meine Telefonnummer verlegt? Nein. Aber ich brauche einen kleinen Aufschub. 1-2 Tage vielleicht. Haben Sie eigentlich Kinder? Nein. Gestern hat meine kleine Tochter mit mir Kaufmannsladen gespielt. Ich sollte Glasmurmeln kaufen. Als ich dann mit dem Spielgeld bezahlt habe, wollte sie eine von den Murmeln dann doch nicht rausrücken. Ich habe dann gesagt, aber Spätzchen, ich habe dafür bezahlt, also gehört die Murmel jetzt mir. Sie hat sie mir gegeben. Selbst meine 5-jährige Tochter kennt den Unterschied zwischen soll und haben Sie nicht. Herr Bader, Sie kriegen Ihre Lieferung, bestimmt. Aber die Dinge haben sich anders entwickelt. Ich muss improvisieren. Morgen Abend Punkt 6 kriege ich von Ihnen, was mir zusteht. Ansonsten kann ich Marco mal fragen, ob er auch ein bisschen improvisieren will. Glauben Sie mir, das kann er verdammt gut. Schade.
Wollen, fangen wir eine Stunde mit dem Falknerkurs an. Ach, da freue ich mich schon riesig drauf. Abendessen gibt's um 8. Fein. Tut mir leid, Herr Kössling. Wir renovieren gerade. Um 6 ist aber wirklich Schluss. Ach, das macht nichts. Ich meine, ich bin ja Lärm gewöhnt. Ich komme aus Berlin. Und außerdem bin ich ja nur zum Schlafen hier im Zimmer. Sie wollen sich sicher erstmal frisch machen. Ja. Hey. Ulf. Hallo. Jenny. Mein Beileid. Du, die Kripo hat mich vorgeladen. Die meinten, André hätte dir von einem Auftrag von mir erzählt. Wieso hat er dich angelogen? Hm? Noch was. Das ist mir jetzt richtig unangenehm. Aber Jenny, das ist viel Geld und ich habe einen Engpass. Ulf, du siehst doch, was hier gerade los ist. Bei mir ist auch viel los. Ich habe viele Wagen am Laufen und Kunden, die nicht bezahlen. Besprich das Ganze mit Dominik in Ruhe. Okay. Was wollte denn der? Nur Beileid sagen. Münzer. Guten Tag. Sie sind auch Jägerin? Der Jagdschein ist für Falkner obligatorisch. Hallo. Wollen die Herrschaften auch einen Falknerkurs belegen? Lassen Sie sich durch den Lärm nicht abschrecken. Man ist ja sonst den ganzen Tag in Gottes schöner Natur. Nicht? Herr Kössling, die Herrschaften sind von der Kripo. Ach nee. Ui, na ja, dann will ich nicht weiter stören. Entschuldigung. Kann ich mir schon mal Ihre Vögel anschauen? Hier vorne rechts runter. Danke. Schönen Tag noch. Wir haben mit Maria Wanka gesprochen. Sie sagt, sie war mit ihrem Mann wieder zusammen seit 14 Tagen. Davon haben Sie uns gar nichts erzählt. Und er wollte Ihnen reinen Wein einschenken gestern Abend. Er wollte sich von Ihnen trennen, sagt Frau Wanka. Ist das richtig? Nein. Nein, niemals. Wir waren glücklich. Wäre ja auch ein Albtraum gewesen. Sie wissen nicht mehr ein und aus, weil die Baustelle sie auffrisst und er wollte zu seiner Frau zurück. Maria lügt. André konnte die Scheidung kaum abwarten, aber sie hat es immer weiter rausgezögert. Frau Münzer, soweit ich das verstanden habe, waren Sie vorgestern Abend alleine hier. Es waren keine Gäste im Haus und Ihr Bruder war im Hotel in Quedlinburg. Ein Alibi ist das nicht. André hat mich geliebt und Sie werden sein Ansehen nicht in den Dreck ziehen. Was nennst du also Angeln, Herr Kössling? Also echt, Herr Schmöcke, auch wenn Sie der Chef sind, Sie hätten uns ruhig mal einweihen können. Sind das nicht herrliche Tiere? Wusstet ihr eigentlich, dass Ornithologen und Falkner eine gemeinsame Geschichte haben? Seit dem 12. Jahrhundert steht alles hier drin. Pass mal auf, du alte Schlitzohr. Adamski war vorhin bei Jenny Münzer. Wanka stand bei ihm in der Kreide. Muss sich wohl um ein größeres Sümmchen handeln. Kümmert euch mal um den. Ich. Na, wie heißt du denn? Ha? Gehst du zu Jenny?
Nachher. Entschuldigung, das geht mich ja nichts an, aber haben Sie Kummer? Ja, das geht Sie tatsächlich nichts an. Erlass des Umweltamtes. Von Mai bis August dürfen keine Bauarbeiten stattfinden, die Lärm verursachen. Und das gilt so lange, bis die Brutzeit vorbei ist. Ich sag mal, geht's noch? Vollidiot. Das ist doch Willkür. Dagegen muss man doch was machen. Stellung. Das lasse ich mir nicht gefallen. Und deine Lügen über André und dich, die kannst du dir sonst wohin stecken. Heul dich doch woanders aus. Du kriegst mich nicht klein, Maria, merkt dir das. Das war alles Truppenübungsgebiet. Schon seit der Stilllegung war es Sperrgebiet. Wegen der Kampfmittelstoffe und der Munitionsreste im Boden. Ja, Spuren davon hat ja Rosamunde an den Schuhen von Wanka gefunden. Na, höchstwahrscheinlich hat sich Wanka dort irgendwo aufgehalten, als er umgebracht wurde. Und vermutlich hat der Täter auch Wankas Motorrad dort irgendwo versteckt. Wenn er es nicht schon mal geschafft hat. Wir brauchen unbedingt diese Überfluggenehmigung. Wir müssen richtig Druck machen. Stimmt. Vor 2 Jahren ist gegen Wanka wegen eines Zollvergehens ermittelt worden. Er soll illegale Fracht über die Grenze geflogen haben. Hier steht Verfahren eingestellt. Ja, weil Adamski für ihn ausgesagt hat. Schneider. Maria Wanka hat einen Baustopp verhängt. Er hat Köhler vorgeschickt. Angeblich wegen der Brutzeit. Habt ihr schon was über Adamski rausgefunden? Nein, wir sind dran. Gut. Ich muss jetzt, ja? Ich melde mich wieder. Das Kanä nach Abu Dhabi, das muss heute noch raus. Du weißt doch, wie pingelig die sind. Tag, Herr Adamski. Tag. Was gibt's Neues? Haben Sie den Mörder? Wir würden uns gern mal mit Ihnen über das Zollvergehen von Herrn Wanka unterhalten. Wieso? Das Verfahren wurde eingestellt. Dank Ihrer Zeugenaussage. Ja, auf Sie konnte er sich ja immer verlassen. Hat er darum einen Auftrag von Ihnen erfunden, der so gar nicht existiert hat? Ich würde es Ihnen sagen, er ist tot. Ich muss ihn nicht mehr schützen. Es sei denn, Sie stecken mit drin. Ich glaube, ich muss da mal was klarstellen. André war einer, der mit beiden Händen ins Klo gegriffen hat. Er hat sich auf was eingelassen. Als es rauskam, hat er mich bekniet, dass ich bestätige, dass der Auftrag von mir ist. Und dass er aus Versehen die Zollpapiere vertauscht hat. Ist ja immer schön, wenn man Freunde hat. Ja, genau, Freundschaft. Darum habe ich ihm geholfen. Ich kannte ihn seit 20 Jahren und jeder hat mich vor ihm gewarnt. Sie haben ihm Geld geliehen. Wie viel? 50.000 Euro. Doch so wenig. Es war schon immer mein Traum, so einen Falknerkurs zu machen. Wissen Sie, was mich fasziniert? Wie machen Sie das, dass Ihnen die Tiere gehorchen? Das muss dann eine Ewigkeit dauern. Sie kriegen Futter von mir. Das ist alles, aber lieben tun Sie mich nicht. Dann sind Sie so eine Art Dosenöffner für Sie, wenn man das so sagen darf. So ungefähr. Tut mir leid, dass ich Sie vorhin so angeblafft habe. Das wollte ich nicht. Aber mein Lebensgefährte ist vorgestern ermordet worden. Ermordet? Oh Gott. Ja, mein aufrichtiges Beileid. Weiß man, wer es war? Sie müssen erst mal ein Gefühl für ihn kriegen. Ja. So. So. Und jetzt?
den Arm ausgestreckt. Ja. So, und Sie nehmen ihn hoch. Wunderbar. Ja. Keine Angst, Onkel beißt nicht. Nee, ich beiß nicht, nee. Ja, also, so ein prächtiger Vogel, nicht? Wiegt ganz schön. Ja. Ja. Nachher machen wir Beizjack auf dem Flughafen. Da nehmen wir aber die Falken, die sind schneller. Ja, ich muss vorher noch nach Quedlinburg. Wie weit ist denn das von hier? 5,5 Kilometer. Nehmen Sie ruhig eins von den Rädern, dafür haben wir sie ja angeschafft. Danke. Entschuldigung, Jenny. Also, wir kriegen noch Geld. Können wir das mal eben im Haus besprechen? Ach, ist nicht nötig. Ich bin schon weg. Lassen Sie sich schmecken. Das sieht aber lecker aus. Machen Sie Urlaub hier bei uns? Ja. Ist ja auch ein herrliches Fleckchen Erde hier. Ja. Sagen Sie, das Plakat da, der Münzerhof, wie weit ist denn das von hier? Ein paar Kilometer. Aber ich glaube nicht, dass die Veranstaltung stattfindet. Die Jenny Münzer, die hat jetzt ganz andere Sorgen. Ihr Lebensgefährte wurde doch vorgestern ermordet. Ach Gott, nee, ist ja schrecklich. Kannten Sie ihn? Ja, der war doch von hier. Und die Jenny und die Maria auch. Das gab immer viel böses Blut. Maria? Naja, die waren ja mal beste Freundin. Unzertrennlich. Und beide in den Banker verknallt. Schon als Mädchen. Und dann hat er erst die Maria geheiratet und sie dann später für die Jenny sitzen lassen. Hallo, Jenny. Hallo. Aber das haben Sie nicht von mir. 94. Herr Köstling, wir müssen los. Ja, komm. Aber was ist denn mit meinem Fahrrad? Das holen wir später ab. Gut. Wie viel? 94. Danke, stimmt schon. Danke. Also, Plunderstück. A la Bonheur. Hopp. Sehen Sie? Wunderbar, ganz einfach. Schön. Beizjagd auf dem Flughafen. Wie oft man das wohl machen muss? Einmal am Tag. Aber nie zur gleichen Zeit. Die Krähen merken sich das sonst. Wer Schmücke kann, kann ich auch. Guten Tag. Guten Tag. Wir würden gern mit Ihnen über Knut Köhler reden. Herr Köstling, konnten Sie uns mal ganz kurz alleine lassen? Nein, selbstverständlich, natürlich. Danke. Bitte, gerne. Ist denn Herr Köhler bei Ihnen eingebrochen und hat versucht, Ihre Vögel zu befreien? Ja, André hat ihn erwischt und ja, angeblich sind meine Volieren 40 Quadratzentimeter zu klein. Das ist 40 Quadratzentimeter. Greifvögel jagen ja auch in freier Wildbahn nur ein paar Minuten am Tag. Den Rest der Zeit ruhen sie. Aber eigentlich kam das von Maria, oder? Ach, weiß ich nicht. Köhler jammert überall rum, dass die Vogelwarte dicht gemacht werden soll. Meiner Meinung nach will er sich doch nur wichtig machen. Wir haben uns sachkundig gemacht. Das Umweltamt ist ja auch für die Beizjagd hier auf dem Flugplatz verantwortlich. Also Maria könnte dafür sorgen, dass sie ihre Lizenz verlieren. Sie führt ja einen richtigen Vernichtungsfeldzug gegen sie. Den wird sie nicht gewinnen. Herr Köstling! Ja? Wollen wir? Ja. Ihr Lebensgefährte ist irgendwo im Sperrgebiet ermordet worden, wo früher der Truppenübungsplatz war. Wissen Sie,
ob Herr Köhler da oft zu tun hat? Der hat eine Ausnahmegenehmigung, gehört zum Job. Mhm. Ja, danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. 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 Schauen Sie mal. Und macht gar keinen Krach. Was soll denn das mit dem Baustab? Wollt ihr uns den Hahn jetzt endgültig zudrehen? Ach komm, reg dich ab. Marie hatte das sowieso durchgezogen. Ich war nur der Überbringer. In 4 Wochen können wir ernten und dann seid ihr alle sorgenlos. Wir haben Spinnenmilben. Ich habe schon die ganze Plantage eingesprüht. Wir haben ein viel größeres Problem. Die Polizei sucht nach Wankas Motorrad. Und es ist nur eine Frage von ein paar Tagen, bis sie eine Überfluggenehmigung haben. Und dann könnten die das hier entdecken und wir sind im Eimer. Die Karre muss weg und du hast einen Motorradführerschein. Ja. Was Ernstes? Ja, ist eine Schrottkarre, die will nur noch, wenn sie Lust hat. Ja. Das Essen ist fertig. Ja, okay. Der Vergaser. Das muss ich morgen machen. Wollen die fürs Dach. Und wir haben keinen einzigen Cent mehr. Das Haus kann ich auch nicht mehr beleihen. Ich weiß, wie wir an Geld kommen. Was? Woher denn? In 2 Wochen, die müssen wir noch durchhalten. Und dann... Dominik, du machst doch nicht wieder irgendwelche krummen Sachen. Vertrau mir einfach. Herr Kössling. Ja? Ich hätte gerne noch etwas von der Suppe. Ist das möglich? Ja. Klar. Und ehrlich gesagt, ist mir auch ein bisschen nach Gesellschaft. Ich komme gleich. Danke. Also Ihre Linsen. Wirklich 1A. Ich weiß, wovon ich rede. Danke. Dort auf dem Foto mit dem Motorrad, sind Sie das? Ja. Schon ewig her. Ich muss arbeiten. Ich denke, du hast heute frei. Spring ein. Garne macht wieder krank. Du kannst meinen Wagen nehmen. Ja, passt schon, ich nehme den Bus. Tschüss. Wiedersehen. Er hat wohl noch eine andere Arbeit. In einem Hotel in Quedlinburg. Von dem hier kann ja leider keiner leben. Dann war der Münzerhof, also ein eigenes Hotel, sowas wie ein Traum von Ihrem Bruder. Entschuldigen Sie, quatsche zu viel. Nee, ich bin ja ganz froh, wenn ich mal jemanden zum Reden habe. Wissen Sie, André, mein
mein Lebensgefährte, der war auch so ein, ja, ein großer Träumer. Wir wussten ja, dass es für den Umbau Denkmalschutzauflagen gab, aber André meinte, er kennt jemanden beim Amt, der regelt das. Hat aber nicht. André hat immer nur Luftschlösser gebaut. Weißt du, wie spät das ist? Ja, kurz vor fünf. Dominik ist gerade gekommen. Köhler hat ihn gebracht, ausgerechnet. Gestern hat Dominik noch einen Hammer nach ihm geschmissen. Herr Schmücke, in 3 Stunden ist Dienstbeginn. So lange hat es ja wohl noch Zeit. Hallo, Herbert? Herbert! Tja, du hast vielleicht den Dienst auf Versunken. Naja. Na dann auf! Hallo. Brauchst du? Lass mal. Ulf, wenn es wegen einem Kredit ist, du musst mir einfach noch mal ein bisschen Zeit geben. Ich schaff das einfach im Moment nicht. Du hast für André gebürgt, Jenny. Ich will das Geld sofort. Das bestimmt irgendwann. Ich gebe dir mein Ehrenwort. Irgendwann ist jetzt. Ulf, ich schaff's einfach gerade nicht. Ich schaff's nicht. Jenny, André und ich, wir hatten einen Deal. Ich mache dir ein Angebot. Du kannst einsteigen und seinen Job zu Ende bringen. Da ist eine Menge Geld drin. Vielleicht kannst du sogar den Hof retten. Jenny? Gehen Sie schon mal hoch, ich bringe Ihnen gleich Kaffee. Jenny! Was hat Nadja Amtski gesagt? André hat eine Riesendummheit gemacht. Und weil ich für ihn gebürgt habe, hat Adamski mich jetzt in der Hand. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Ich überlege mir was. Moin. Morgen. Moin. Moin. Ein Spaziergänger hat's gefunden, vor einer Stunde. Und er sagte, gestern hat's noch nicht hier gelegen. Habt ihr schon verwertbare Spuren? Nee, können Sie sich abschminken. Das ganze Ding ist voller Reste von Kaliumhydroxid. Aha. Reinigungsmittel. Ja, ja. Also ich tippe drauf, dass die Maschine mit einem Hochdruckreiniger gesäubert wurde. Komplett. Adamski war hier. Die Münzsache ist völlig fertig. Da muss irgendwas vorgefallen sein. Wir haben Wankers Motorrad gefunden, unten an der Saale. Das liegt ganz auffällig, so als ob wir es finden sollten. Und jetzt rast Dominik vom Hof. Aber womit sollte Adamski sie unter Druck setzen? Ja, das müsst ihr doch wissen. Ich habe euch doch gesagt, kümmert euch um ihn. Worum ging es bei diesem Zollvergehen genau? Das muss ermittelt werden. Herrgott, nochmal, muss ich das alles alleine machen? Musik.
Das habe ich doch gerade gesagt. Ja. Spätestens, ja. Was willst du denn hier? Hat Jenny dich geschickt? Sie lassen meine Schwester in Ruhe. In 4 Wochen kriegen sie ihr Geld. Die Platte kenne ich schon. Sie kriegen ihr Geld in 4 Wochen. Mit Zinsen. Das schwöre ich. Hör auf zu flennen. Du und deine Schwester. Ihr träumt vielleicht von einem eigenen Hotel. Aber dazu fehlt euch beiden der Mumm. Ihr kriegt doch gar nichts auf die Reihe. Aber so einfach lasse ich euch da nicht raus. Das schwöre ich dir. Adamski? Hey. Adamski? Hey. Immer keinen Scheiß. Adamski? Noch näher ran? Geht klar. Flug gehabt? Einen sehr guten Flug. Sie werden es nicht glauben. Kommen Sie, zeig sie. So. Das ist alles Sperrgebiet. Und wenn man in dieselbe Richtung fährt wie Dominik Münzer, dann kommt man zu dieser Panzerhalle. Und jetzt gucken Sie mal, was ich in der Nähe gefunden habe. Eine Reifenspur? Ja, von einem Motorrad. Warten Sie, ich hab's noch größer. Große Stollen, Motocross-Maschine. So eine hatte auch Wanka. Ah, gute Arbeit. Das Motorrad haben wir allerdings schon. Das lag an der Saale, wie auf dem Präsentierteller. Dominik Münzer schien es aber wirklich eilig zu haben. Nee, jetzt kümmern wir uns erstmal um Adamski. Wieso? Ich habe mir mal den Inpol-Eintrag von dieser Zollgeschichte angesehen. Kommen Sie mal. Hier. Illegale Fracht, Verweis auf Washingtoner Abkommen. Da geht's doch um den Schutz bedrohter Tierarten. Richtig. Der Brekel ist das größte Naturschutzgebiet in Ostdeutschland. Und ich wette, da gibt es jede Menge seltene Tiere. Zum Beispiel auch Vögel. Das würde auch die vielen Fotos erklären, die Wanka aus dem Flugzeug geschossen hat. Ja. Ja. Er und Adamski könnten irgendein krummes Ding vorgehabt haben. Vielleicht hat Wanka ja auch schon mal eine Anzahlung gekriegt. Dieser sogenannte Kredit. Und Köhler ist ihm in die Quere gekommen. Hat sein Büro nicht gesagt, er ist zu Hause? Ach ja, wegen Erkältung. Kommen Sie, wir gucken mal hin. Herr Schneider, da liegt er. Kommen wir rein? Nee. Wer seid ihr? Er lebt.
Schneider. Hilflose Person in der Kopernikusstraße 13. Aber schnell, der Mann ist schwer verletzt. Frau Münzer, was wollte denn Ulf Adamski von Ihnen? Woher kennen Sie denn Ulf Adamski? Erpresst er Sie? Herr Kössling, ich glaube kaum, dass Sie das irgendwas... Mein Name ist Schmücke, Kriminalpolizei. Wo ist denn Ihr Bruder? Wahrscheinlich hat er versucht, Adamski umzubringen. Ja, Sie müssen mit mir reden, sonst passiert dann noch viel größeres Unglück. Was fällt Ihnen ein? Sie kommen hierher, schleichen sich in unser Vertrauen und spionieren uns aus? Womit hat er Sie denn in der Hand? Ist es nur der Kredit oder ist da noch was anderes? Verlassen Sie sofort meinen Hof. Kommt er durch? Ich glaube schon. Frau Lindner, zeigen Sie mir mal auf der Karte, wo genau der Weg ist, der zur Panzerhalle führt. Hier. Ja. Also ich kümmere mich um Dominik. Und Sie fahren den Krankenwagen hinterher. Adamski muss sofort vernommen werden. Alles klar. Und wenn noch Zeit ist, klemmen Sie sich an die Sache mit den seltenen Vögeln. Da könnte was dran sein. Aber pass auf, wir treffen uns durch Roschwitz durch, Richtung Halle, 2-3 Kilometer. Und da ist dann dieser Betonweg. Wo bin ich? Im Krankenhaus. Wer war das? Was? Ich weiß nicht. Was ist denn passiert? Jemand hat versucht, Sie umzubringen. Aber wer? Lass mich in Ruhe. Ich kann mich nicht erinnern. Sie können sich nicht erinnern. Sie lügen! Bitte gehen Sie jetzt. Herr Adamski muss sich ausruhen. Der simuliert doch bloß. So schnell werden Sie mich nicht los. Dominik? Ich lebe. Ob ich gegen Dominik aussage, das liegt bei dir. Zwischen uns hat sich nichts geändert. Wir haben eine Abmachung, Jenny. Ja, bitte. Wir waren doch mal Freundinnen. Als André zu mir kam, da wollte ich ihn wegschicken wegen dir, aber ich hab's einfach nicht gepackt. Wir haben beide denselben Mann geliebt. Bis an dein Lebensende wirst du dafür bezahlen. Gut, dann willst du es nicht anders. Sorgen. Egal was passiert, ich bleibe. Da grinst sie so unverschämt. Hättest du mir auch abholen können. Ich wollte nur mal sehen, wie fit du bist. Putzig, sehr putzig. Na, warum benutzt du denn nicht den Elektroantrieb? Weil der Akku leer ist, du Schlaumeier. Na los, steig ein. Lass das Ding stehen. Ja, aber... Na, wer soll denn das hier klauen?
Lindner, Kripo, ich bräuchte jemanden, der sich mit bedrohten Vogelarten im Brekel auskennt. Speziell der Schreiadler interessiert mich. Ich muss erst mal gucken, wo wir sind. Ja. Ja, Frau Lindner? Ach. Ah, nee. Adlereier. Wie viel? Oh Gott. Nein, noch nicht, aber Sie sollten auf alle Fälle an Adamski dranbleiben und versuchen Sie, ihn zum Reden zu bringen. Ja, danke. Adlereier? Ja, Adlereier sind extrem selten. Damit kann man eine Menge Geld machen. Hier in Brekel gibt es noch 3 aktive Horste, die werden mit Kameras überwacht. Was ist so ein Ei wert? Die Lindner sagt auf dem Schwarzmarkt bis zu 30.000 Euro. Holla. Standorte sind streng geheim. Nur die Wanker und der Köhler wissen genau, wo sie sind. Ja. Komm, ich weiß jetzt, wo es lang geht. Ja. Warte, Prekel, Wanker? Du, bei dir ist eingebrochen worden und jemand war an deinem Rechner. Maria? Nicht schlecht, Herbert. Nicht schlecht. Glückwunsch. 2 angeknackste Halswirbel und eine Gehirnerschütterung. Der Arzt sagt, Sie sind vernehmungsfähig. Wanka wusste, wie viel Geld man mit Adlereiern verdienen kann und hat Ihnen ein Angebot gemacht, weil Sie Abnehmer kennen. Schwachsinn. Sie machen doch Geschäfte mit dem Nahen Osten. Und weil Maria wusste, wo die Horste sind, hat er so getan, als ob er zu ihr zurück wollte und hat sie ausspioniert. Wenn ich Ihnen mal einen guten Rat geben dürfte, Herr Adamski, packen Sie aus. Macht sich auch besser vor Gericht. Sie sind dran, so oder so. Dominik hat nämlich ausgesagt. André hat mir von der ganzen Kohle vorgeschwärmt. Hat mich totgequatscht, wie immer.
Hätte mich nicht drauf einlassen sollen, hat mich in Riesenschwierigkeiten gebracht. Also doch. Sie hatten einen Abnehmer und der hat Sie bedrängt. Und als Wanka tot war, da haben Sie Druck auf Jenny ausgeübt. Ja, was sollte ich denn machen? Morgen. Das war die letzte Frist für die Lieferung. Morgen? Bauarbeiter, Hotelier, Cannabiszüchter? Dass Sie auf der faulen Haut gelegen haben, das kann Ihnen ja keiner nachsagen, Herr Münzer. In 2-3 Wochen hätten Sie das Zeug hier geerntet und verkauft und wären aus dem Gröbsten raus, stimmt's? Das war die einzige Chance, den Hof zu retten. Aber Wanka kam Ihnen in die Quere. Da haben Sie rot gesehen. Er ist hier aufgetaucht und wollte, dass ich alles abfackle. André und Drogen, das ging einfach nicht. Die hätten ihn umbringen können. Ich war es aber nicht. Als er damals zu uns kam mit der Idee, den Hof in ein Hotel umzuwandeln, da war ich sofort Feuer und Flamme, im Gegensatz zu Jenny. Ich habe sie erst überredet. Dass wir jetzt so am Arsch sind, ist allein meine Schuld. Deswegen konnte ich es auch nicht zulassen, dass Adamski sie so fertig macht. Waren Sie deshalb bei Adamski? Ich wollte bloß mit ihm reden. Aber er ist sofort auf mich los, hat mich rumgeschubst, ich habe mich nur verteidigt. Ich wollte ihn nicht verletzen. Was hatten Sie eigentlich mit Köhler zu schaffen? Knut hat das hier alles zufällig entdeckt. Ich dachte, es raste total aus, aber er hat nur gesagt, super, dann sind wir jetzt Partner. Sie haben gestern Nacht zusammen mit Köhler das Motorrad von Wanka nach Halle geschafft. Stimmt's? Ja. Nur der Täter konnte wissen, wo das Motorrad versteckt war. Köhler hat gesagt, er hat es hier in der Nähe gefunden. Wir fahren jetzt zu Köhler. Wen rufst du denn an? Jenny Münzer. Nur der Anrufbeantworter. Sag mal, ist das nicht der Wagen von Köhler? Was wollen Sie? Können Sie sich das nicht denken? Warum soll ich Wanka ermordet haben? Nennen Sie mir ein Motiv. Sie haben gewusst, wo das Motorrad versteckt war. Und jetzt kommen Sie mir nicht mit zufällig gefunden. Die Adlerhorste werden mit Kameras und Bewegungsmeldern überwacht. Sie haben gesehen, wie Wanka den Diebstahl begangen hat. Darum haben Sie es getan. Nun machen Sie doch endlich den Mund auf. Der war ein Schwein. Der hat es nicht anders verdient. Und deshalb haben Sie 3-mal mit dem Spaten zugeschlagen? Ja. Falsch, mein Lieber, falsch. 1-mal. Stand im Obduktionsbericht. Ich habe ja Zeit. Ich weiß es nicht, dann war es eben nur 1-mal. Ach, hören Sie doch auf, Sie lügen doch. Sie waren es nicht. Und ich kenne auch nur einen Menschen, für den Sie einen Mord auf sich nehmen würden. Also, wo sind die Adlerhorste? Herr Köhler, wollen Sie, dass noch einer stirbt? Wo? Besser als er. Los, steh auf. Du willst Adlereier? Dann hol sie dir. Sie werden dich suchen. Wenn sie dich finden, dann wissen sie, dass du André umgebracht hast, weil er nicht teilen wollte.
weil er dich mit deinen Schulden sitzen gelassen hat. Und dann bist du noch mal hergekommen, um die anderen beiden Horste auszurauben. Ich schwöre dir, ich habe nichts davon gewusst. Lüg mich nicht an, das war doch alles dein Plan. Du hast sie dazu angestiftet und jetzt wirst du verrecken. Hilfe! Frau Wanka, nehmen Sie die Waffe runter. Maria! Kehle zurück! Die Waffe runter, ich schieße! Frau Wanka, das war alles die Idee Ihres Mannes. Kommen Sie, geben Sie die Waffe her, kommen Sie. Kommen Sie her. Was machst du denn? Ich dachte, André liebt mich noch. Ich wusste nicht, dass er bei mir eingebrochen war. An ihn habe ich zuletzt gedacht. Mein Auto ist nicht angesprungen. Er hatte 10 Minuten Vorsprung. Kam er mit den Adlereiern, dann wusste ich, dass ich ihm ganz egal war. Maria? Was machst du denn hier? Zum Zufall. Und dann haben Sie Köhler angerufen und als er kam, mit ihm die Leiche nach Halle geschafft, richtig? Ja. Ich habe mir Verstärkung mitgebracht. Herr Dr. Damnitz, dieser Mann hat übermenschliche Kräfte. Erst ist er wie Emil Zatopek durch eine Marihuana-Plantage gepäst. Und dann hat er einer Frau noch das Leben gerettet. Tja, was soll ich da noch sagen? Nur das Abnehmen fehlt noch. Ja gut, gut. Ich steige wieder aufs Rad. Aber nur, wenn Herbert mitmacht. Gut. Ab sofort wieder Außendienst. Glückwunsch. Herbert, ich bin nicht blöde. Ich weiß. Ja, dann tritt mit.